Swirl TV. Stream what you really like. Ich glaube, sie hören uns noch immer nicht. Du weißt doch, dass Alice nicht immer im Wunderland war. Sie fiel viel vorher in ein riesiges Loch. Genau, und ich war nicht immer im Raum. Ich bin wie Alice. Aber ich habe eine Chance. Ich habe Angst. Eine wahrlich Oscar-reife Leistung. Das brillante Drama Raum erzählt von einer Mutter und ihrem Sohn, die jahrelang in einem winzigen Verlies gefangen sind. Mit viel Empathie und universeller Wahrheit lässt das Meisterwerk die Zuschauer an dieser kleinen Welt teilhaben und feiert dabei die Freiheit. Herausragend und völlig zu Recht mit einem Academy Award ausgezeichnet, Hauptdarstellerin Brie Larson. Drei Verbrechen auf drei Kontinenten. Ich denke, die hängt zusammen. Was die versuchen wollen, nennt sich Ozaki 8. Eine Serie von 8 Prüfungen zu Ehren der Kräfte der Natur. Also geht es hier um Erleuchtung? Genau. Point Break lässt einen sprachlos zurück. Das einzige Wort, was einem immer wieder in den Sinn kommt, ist extrem. Das Remake von Gefährliche Brandung feiert die Extreme. Keine Welle ist hoch genug, kein Berg zu steil für die todesmutigen Allround-Sportler in diesem Film. Und auch wenn sie eine scheinbar noble Mission haben, die Story ist so dünn wie ein Surfbrett. Ein Angriff hat heute die britische Hauptstadt erschüttert. 5 Staatsoberhäupter der Welt sind nun tot. Bei mir bleiben! Wir bringen sie hier raus! Der amerikanische Präsident yes! wird derzeit vermisst. Im Actionkracher London Has Fallen haben es Terroristen nicht nur auf die Wahrzeichen der britischen Hauptstadt abgesehen, sondern auch auf die westlichen Staatschefs, die sich dort versammelt haben. Rettung verspricht im Sequel zum Erfolg Olympus Has Fallen natürlich nur einer, der Bodyguard des US-Präsidenten. Dabei rumst es spektakulär, unglaubwürdig, aber stilvoll. Du hältst die Waffe gut, fast wie dein Vater. Jetzt mal, du hast meine Mutter erschossen. Wo ist sie? Wir haben sie mit einer Lieferung Mädchen nach Moskau verkauft. Wer? Suleyman Shekert. In Chiller Off Duty, dem ersten fürs Kino produzierten Tatort seit 1987, marodiert Till Schweigers Actionkommissar quer durch Europa. Natürlich lässt er es dabei wie gewohnt mächtig krachen. Was gerne wie ein US-Blockbuster rüberkommen möchte, wirkt über weite Strecken aber doch eher wie ein B-Movie. Trotzdem brachte Schweiger den Film gerade nochmal zurück in die Lichtspielhäuser. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.